Warum kommen Frauen ins Frauenhaus? Die Frauen haben in der Regel Gewalt erfahren und in Abhängigkeit von den Männern und Familien gelebt. Um ein unabhängiges und freies Leben zu führen, nehmen sie ihren Mut zusammen und suchen sich Hilfe in Frauenhäusern. Dafür sind wir schließlich da. Doch was ist, wenn die Frauen oder ihre Kinder eine körperliche Beeinträchtigung haben? Häufig sind sie dann noch abhängiger von ihren Familien und Männern. Um diesen Frauen und ihren Kindern einen sicheren Ort bieten zu können, an dem sie zur Ruhe kommen und neue Kraft tanken können, um in ein selbstbestimmtes Leben zu starten, bedarf es allerdings barrierefreier Frauenhäuser. Wir können diesen Anforderungen heute immer noch nicht genügen. Unser altes Haus hat viele enge Flure, die durch Treppen verbunden sind. Die Gemeinschaftsbäder sind alles andere als barrierefrei. Immer wieder müssen wir Frauen mit körperlichen Beeinträchtigungen sagen, dass wir sie leider nicht aufnehmen können. Und das im Jahr 2023.